Ja, es funktioniert. Es funktioniert. Man sieht die aufsteigenden Blasen. Das sollte Wasserstoff sein, der hier in diesem Reagenzglas aufsteigt. Und ich bin mal gespannt, ob wir den nachher anzünden können, wenn wir genug gesammelt haben. Bevor wir nun aber sehen, wie ich zu dem Wasserstoff gekommen bin und wie es damit weitergeht, ein bisschen interessante Theorie. Wasser besteht aus Wasserstoff und Sauerstoff. Das sieht man auch gut in der chemischen Summenformel H2O. Ein Wassermolekül besteht aus zwei Wasserstoffatomen und einem Sauerstoffatom. Jetzt können wir das Wasser auch wieder aufspalten in seine Bestandteile, nämlich in reinen Wasserstoff und in reinen Sauerstoff. Und ihr seht schon, jetzt kommt das nicht ganz hin. Die kleine 2 bedeutet, das Wassermolekül besteht aus zwei Wasserstoffatomen und einem Sauerstoffatom. Sieht also ungefähr so aus. Und der reine Wasserstoff und der reine Sauerstoff, die liegen beide als zweiatomige Moleküle vor. Also jeweils zwei Atome, die verbunden sind. Zwei Sauerstoff- oder zwei Wasserstoffatome. Wir brauchen also immer mindestens zwei Wassermoleküle, aus denen entsteht dann ein Sauerstoffmolekül und zwei Wasserstoffmoleküle. Wir können rechnen, 2 mal 2, also 4 H-Atome und 2 O-Atome. Hier 2 mal 2, auch wieder 4 H-Atome und 2 O-Atome. So können wir auch direkt sehen, dass, wenn wir das Wasser elektrolytisch aufspalten, immer genau doppelt so viel Wasserstoff wie Sauerstoff entsteht. Daran können wir die Gase prima unterscheiden, wenn wir einfach schauen, wo wie viel entsteht. Wie kriegen wir die jetzt aber aufgespalten? In meinem Falle mache ich das mit Elektrizität. Schauen wir uns das einmal genauer an. Ich habe einen großen Eimer, einen alten Farbeimer mit Wasser gefüllt. Und jetzt habe ich unten in dem Eimer zwei Elektroden liegen. Im Prinzip könnte ich auch einfach zwei Drähte ins Wasser hängen. Aber ein normaler Kupferdraht, der oxidiert dann immer da, wo der Sauerstoff entsteht, dann fließt der Strom nicht mehr richtig. Nicht besonders praktisch. Von daher verwende ich zwei Graphitelektroden. Graphit ist auch elektrisch leitfähig, aber chemisch inert. Das heißt, in diesem Falle reagiert der mit keiner der anderen Substanzen, mit denen wir hier zu tun haben. Diese zwei Elektroden sind beide an ein elektrisches Kabel angeschlossen. So. Und diese beiden Kabel habe ich an mein Netzgerät angeschlossen. Einmal an den Minuspol und einmal an den Pluspol vom Netzgerät. Und Minuspol bedeutet, hier kommen Elektronen, die man als E- bezeichnet, durch das Kabel angeflossen. Und hier fließen zum Pluspol hin die Elektronen weg. Und jetzt müssen wir uns mal anschauen, was hier unten an den Elektroden passiert. Und dazu müssen wir uns erst eigentlich auch noch anschauen, was mit dem Wasser hier passiert. Also dieser ganze Eimer ist voll mit Wasser. Wie wir wissen, als Summenformel H2O. Jetzt teilt sich das Wasser aber immer so ein ganz klein bisschen auf. Ein winzig kleiner Anteil des Wassers dissoziiert, sagt man dazu, zu H3O+-Ionen und OH-Ionen. Das bedeutet, das H von einem Wassermolekül geht über auf ein anderes, sodass wir hier drei Wasserstoff- und nur ein Sauerstoffatom haben und hier jeweils eines, sodass dieses außerdem negativ geladen ist und dieses Ion positiv. Hier kommen jetzt Elektronen an, negativ geladene, und ein negativ geladenes Elektron und ein positiv geladenes Ion, die verstehen sich sehr gut. In diesem Falle nehmen wir zwei H3O+-Ionen und zwei Elektronen zusammen und das ergibt dann zwei normale Wassermoleküle, die dann quasi hieraus wieder entstehen. Und dann sind noch zwei H+, also positiv geladene Wasserstoffatome übrig. Die tun sich mit den beiden negativ geladenen Ionen zusammen. Und so entsteht dann ein Molekül H2, also gasförmiger Wasserstoff. Und dieser steigt dann als Luftblasen auf, beziehungsweise als Wasserstoffblasen. Und um die aufzufangen, habe ich hier ein umgedrehtes Reagenzglas, was bis ins Wasser geht und vorher mit Wasser gefüllt war. Und je mehr Wasserstoff hier aufsteigt, desto mehr sammelt sich hier oben und der Wasserspiegel sinkt.
An der anderen Elektrode haben wir die Elektronen, die hier abhauen in Richtung Netzgerät. Und an dieser Reaktion sind 4 OH-Ionen beteiligt. Und diese 4 OH-Ionen werden dann sich umbauen zu 2 normalen Wassermolekülen. Das heißt, wir sehen schon, 2 mal 2, also die 4 H-Atome haben wir schon untergebracht. Wir haben 4 Sauerstoffatome vorher gehabt, von denen bleiben 2 hier im Wasser. Und 2 werden zu gasförmigem Sauerstoff. Dabei werden jetzt insgesamt 4 Elektronen abgegeben. Wir hatten hier vorher 4 negativ geladene Ionen, also sind 4 Elektronen übrig. Und 4 Stück, die hauen hier durch die Elektrode und den Draht ab in Richtung Netzgerät. Diesen Sauerstoff lasse ich auch aufsteigen, aber bei mir verschwindet er einfach in die Luft. Den brauche ich nicht. Interessiert bin ich am Wasserstoff. Diesen Wasserstoff kann man nämlich theoretisch nachher anzünden. Und das machen wir folgendermaßen. Wir nehmen das Reagenzglas aus der Flüssigkeit heraus, sodass wir es hier in der Luft halten. Und da Wasserstoff leichter ist als die Umgebungsluft, wird er, zumindest eine Zeit lang, der Wasserstoff hier in dem Reagenzglas drinnen bleiben. Und dann nehme ich ein Feuerzeug, halte das hier unten an die Öffnung des Reagenzglases und dann müssen wir einen Plopp hören, bei dem der Wasserstoff verbrennt. Der verbrennt ziemlich schnell und da aber trotzdem der Wasserstoff zum Verbrennen Sauerstoff benötigt, verbrennt immer nur der kleine Teil des Wasserstoffs hier unten, der unmittelbar mit dem Sauerstoff in Berührung kommt. Und ja, die Verbrennung geschieht sehr schnell, es ist also innerhalb des kurzen Plopps der gesamte Wasserstoff hier dann verbrannt, aber es ist noch keine Explosion. Zu einer Explosion bräuchte man Knallgas, also eine Mischung aus Wasserstoff und Sauerstoff. Aber dazu kommen wir irgendwann mal in einem anderen Video. So, jetzt aber zurück zum Experiment. Mal schauen, wie viel Wasserstoff wir inzwischen haben. So, hier ist der Versuchsaufbau und das Netzgerät. Ich weiß nicht, ob man das gerade erkennen kann. Es liefert gerade bei 32 Volt ungefähr 80 mA, die hier zu den Elektroden laufen. Und wir können sehen, das heißt, wir können nichts sehen, denn das Reagenzglas ist schon fast voll mit Wasserstoff. Ich glaube, man kann da unten die Bläschen sehen, die hier in das Reagenzglas aufsteigen. Und es ist fast voll. Gesammelt wird der Wasserstoff unter diesem halb aufgeschnittenen Joghurtbecher. Darunter befindet sich die erwähnte Graphitelektrode. Und hier sieht man die andere Graphitelektrode, von der Sauerstoffbläschen aufsteigen. Ja, da dieses Reagenzglas jetzt quasi voll mit Wasserstoff ist, werde ich das mal hinausnehmen und schauen, ob ich den anzünden kann. Auf geht's! Und jetzt sind wir mal gespannt. Gut zuhören. Gehört? Das war der verbrannte Wasserstoff. Ja, nichts mehr drin. Das müssen wir eigentlich nochmal im Dunkeln machen. Also noch eine Runde. Und tschüss.